Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir in den Kabin. Zeitdruck, denn wir werden Sachen machen. Ich habe mir gestern Munition gekauft, ich habe mir Nahrung hergestellt. Nicht die, die kamen wollte, aber ist ja auch nie so schlimm. Denn wir werden nämlich jetzt zum Boss fahren. Oh mein Gott, Alter. Das wird, warte, sag ich euch. Oder das wird nichts. Also ich habe jetzt immer Essen gemacht, dass wir Ausweichwerte plus 10 haben und Schaden plus 10. Das heißt, wenn wir jetzt so richtig gut treffen und nicht gleich sofort sterben, sollten wir den wegmachen. Bevor er uns versucht wegzumachen. Oder so. Gut. Okay. So, rausnehmen. Halt. So, jetzt. Wäre ja fast schief gegangen. Entfernen. Achte. Und? Nochmal achte. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich muss wirklich mal wieder aufstocken hier. 18, das habe ich gerade noch gesehen. Das ist der Ausgleich. Und? Ah, 14. Oh ja, gut. Benzin, warten Sie mal. Benzin, das ist kein Problem. Benzin, kriegst du. Das kriegst du. Hallo? Ich habe gesagt, Benzin kriegt er. Oh, ich muss mir die Werkbank da oben aufsetzen. Sonst haben wir ein ganz großes Problem. Die Werkbank muss nämlich wieder dahin. Sonst nix Benzin. Bauen. Werkbank. Ich brauche die. Da brauche ich Bretter. Ich habe weder Bretter noch habe ich so eine Stange. Da ist keine drinne, weil ich das ja ausgeräumt habe, weil ich ja das Holz brauchte. Find mal den Fehler. Da drüben, da ist auf jeden Fall, da müsste, da sind Kisten, ach Mensch, da müssten Kisten drinne sein. Da sind auch Kisten drinne, hier. Ja. Oh, du wirst auch gleich mal mit eingezogen. Oh, nicht schon wieder eine Horde. Ich hab doch keine Zeit, Leute. Mann, ihr kommt immer denn, wenn es ungünstig ist. Ich würde euren Boss platt machen. Mann. Gönnt mir doch den Spaß. Also ich werde es versuchen. Daneben. Vielleicht funktioniert das ja mit den Ausweichen. So, ich brauche ein Brett und ich brauche eine Latte. Ein Brett habe ich. Yes. Nö. Nö. Ich will jetzt unbedingt nur das rausholen, was ich brauche, ne? Deswegen mache ich hier mal ihn auf Speedy Gonzales. Das kann doch nicht sein. Jetzt, wo ich jeden Brett, eine so eine Stange brauche, kriegt sie nicht, oder was? Das ist ja mal ein Witz. Würde ich wert unterwegs ihn finden. Wie mein Inventar ist voll, das kann doch ja nicht sein. Das geht doch ja nicht. Naja, gut, vielleicht ein bisschen. Ja, warten Sie mal ganz kurz, ein paar Sekunden. Ich habe jetzt ein paar Sekunden. Mann, jetzt, wo ich unter Zeitdruck bin, die ich mir natürlich selbst gesetzt habe. Du, ich trete dich. Geht doch.
ja nicht so gut. Wie gesagt, ich habe ja immer noch mein Problem mit meiner Oberlippe. Die gerade will er anfangen, tut rumzubrennen. Mann, 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 Mann. Sollte es eigentlich reichen, oder? Also, ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt langsam mal eine kriege. Naja. Ach Mensch, ich wollte jetzt gerade sagen, wenn nicht, dann stellt mir jetzt eine da raus hier. Nee, geht ja nicht. Das geht nicht haben. Stein. Zeig damit einen Stein. Gut. Ich werde schon sowas finden unterwegs. Jetzt erstmal ab zum Boss. Jetzt muss ich erstmal kicken. Also ich muss jetzt... Ach du Schittendreck. Gut, vielleicht sind die 2 Meter. Naja. Ich würde mal sagen, bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Also wir haben es gleich erschafft. 3, 2, 1. So, da bin ich auch wieder. Wir haben es gleich geschafft und hat ein bisschen länger gedauert. Wie ihr seht, musste ich ein paar Dinger hinstellen, weil sonst wäre ich nämlich nicht bis hierher gekommen. Wir fahren nämlich schon mit in den Benzin. Also das heißt, ich muss auf jeden Fall auf dem Weg zurück das eine oder andere Fass mitnehmen. Das heißt, ich muss wieder Phasmophobia spielen. Eieieiei. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt 480 Benzin bekommen. Von dem, was wir da eingehabt haben. Naja, wenn es so ist, kommst du mit. Boah, warte mal, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Gut, wie gesagt, wenn ich nach Hause fahre, meinte ich natürlich. Also ich sag mal so, fast jede Fass will er mitnehmen. Na, das kann ja was werden. Aber wenn das hinhauen tut. Und wir machen ihn jetzt gleich beim ersten Mal platt. Oder beim zweiten Mal. Aber wir machen den platt. Wo ich von aus hier. Ja, siehst du, er ist auch sicher. Dann würde ich mal sagen, ist die Investition doch sehr, sehr gut gewesen. Sag mal, wie weit... Das kam mir ja nicht so weit vor. Naja. Unterschätzung der Entfernung. Was ist denn heute los? Die rennen mir heute alle vorm Panzer. Die wollen alle nicht. Die haben das Leben satt hier. Damit ich kriege, ach, ist scheiße, Alter. Weder werden wir aufgefressen oder erschossen. Oder erschossen und dann aufgefressen. Das ist ja der nächste, ey. Keine Ahnung. Oder die wollen mich einfach bloß aufhalten. Ich frage mich, ob man hier vielleicht die juten Fische fangen kann. Aber bis hierhin extra rausfahren. Boah, hier hätten wir mal bauen können. Hier hätten wir richtig bauen können. Ist hoch eine Brücke. Wäre genau dasselbe gewesen. Und wir wären im grünen Bereich drin gewesen. Wir hätten noch viel größer bauen können als vorher. Wir ziehen nochmal um. Also machbar werdet. Aber ich habe keinen Bock, die ganze Schütte nochmal abzubauen. Nicht ein wenig. Ne, schon ein bisschen. Ein Ding natürlich. Mach mal einen Kopf zu. Du siehst ja aus, Alter. Deiner Suffnase. Da hilft dir dein Matrix-Style auch nicht. So, auf jeden Fall, bevor wir da reingehen, wird erstmal alles repariert. Entschuldigung. Dann zeige ich Entschuldigung. Steht da noch im Weg? Ist der doof? Ist da Fördner oder was? So, na denn. Wollen wir mal, wa?
Nee, wollen wir nicht. Also, ja doch. Eigentlich schon. So, jetzt ist er raus. So, das wird jetzt alles erstmal repariert. So, ja, das Schwert. Das auch. Das wird alles repariert. Das auf jeden Fall. Und den Rest brauche ich ja nicht. So, und dann werden wir uns da erstmal durchfurchen, wa? Ah, siehst du, das nicht respawned. Also waren wir letztes Mal so weit da noch nie gewesen. Vorhin. Bin wieder zurück. Besser ausgestattet. Als vorher. Jetzt habe ich es in die Tür. Jetzt machen wir ihn platt. Den kannst du nachher unter der Tür durchschieben. Warte mal ab. Den haben wir gleich. Ich hoffe, dass wir den bald haben. Also, dass wir den wirklich jetzt haben, denn... Du denn, du da, da, hoho. Der weiß ja nicht, was ihm blüht. Oder ich weiß nicht, was mir blüht. Ah, eigentlich schon, aber... Hä, wie bist denn du hier reingekommen? Wie hast du nicht überlebt? Ist denn das möglich? Das ist doch ja nicht möglich. Na denn, das ist wohl einer, hä? Das geht doch nie mit rechten Dings zu. Jetzt immer da lang. Dann nochmal da lang. Den haben wir. Also er hat uns. Na denn, erstmal schön mal Mahlzeiten. Mahlzeit. Das drin. Das drin. Das drin. Also irgendwie kommt mir das nicht gerade mehr vor. Ah, ja. Na schön Lebensenergie noch. Nachladen. Ist nachgeladen. Und abspeichern. Bin ja nicht bescheuert. Ich fahr doch jetzt nicht den ganzen Weg normal. So. Na denn. Rinn mit den Lachs in ihn rinn. Oh oh. Nachgeladen ist, ne? Uiuiuiui. Beile er sich. Aggressiv. Der Dude ist voll aggressiv, aber schon fast tot. So, jetzt rennen mit ihm. Oh oh, bewegen Sie sich. Nee, nee. Ich mach mal einen Seitenwechsel. Der ist fast tot. Er ist tot. Er ist tot. Der ist ja mal einfach. Ich hab nichts gesagt. Shius habe ich gekriegt. Ein Kopf und eine Knifte. Warte mal. You are an early test subject. Your performance is impressive.
General Gregory was a partner who started this experiment with me. But in the end, he acted irrationally, as old humanity tends to do. That's why I tried to evolve him into a new human, though it ultimately failed. Now I must test you. So I have prepared a gift to prevent you from escaping the island. Let's begin the test. First, come find me, and then provide more meaningful data. Let's see if you are the new human I envision. Na, das war's ja, wa? Helikopter kaputt. So, warte mal. Sag mal, ich hab doch Schuhe gekriegt. Da. Schöne Leisetreter. Aber meine sind besser. Ich würde sagen, meine sind besser. Vor allen Dingen ja minus 6 Bewegungsgeschwindigkeit. Aber dann 4 plus. Ah ja, gut. The helicopter was blown up. That's completely insane. There's no point in going after Cleon now. First, we must find a way to create the cure on this island. We are the last hope for humanity. While searching this place, I gathered information necessary for developing the cure. We need formalin first. Let's head to the nearby mart. So. Gut, dann haben wir das. Ich darf Villa-Laufbursche spielen. Na toll. Das habe ich mir erhofft. Kriegt dann wenigstens eine vernünftige Waffe noch zusätzlich. Oh, guck mal, ich habe die letzte Mal zerschrotet und ich habe die gekriegt. Im Blau. Jawohl. Wisst ihr was? Ich sag mal so, die Nadel habe ich jetzt auf den Kopf getroffen. Ich nehme die Waffen mit. Ist hier noch irgendwas Schönes drin für uns? Da ist der Ausgang, da ist nichts. Alter, da ist so ja noch Munition übrig geblieben. Tolle Ding. Tolle, tolle, tolle Ding. Da ist der Ausgang. Da ist was. Nee, ist doch kein Ausgang. Ich nehme den Wieler zurück. Ey, dann habe ich noch genug Zeit. Ölfässer zu... Ich brauche doch Ölfässer. Ich habe doch kein Öl mehr. Ich habe alles ausgegeben, um hierher zu kommen. Ja, jetzt sind wir genau da, wo ich gedacht habe. Naja. Jo, den nächsten Boss platt gemacht. Die alte weicht, wo ist die? Nix kann er. Nix. Gut. Obwohl, wir hätten den ja fast beim ersten Mal schon platt gemacht. Also bleibt er dabei. Nichts kann er. So. Jetzt muss ich erstmal hier wieder rausfinden. Oh. Ja, wo ist denn hier der? Meine Wegfindung steht mir wieder in den Weg. Im Weg steht mir das. Geh mir aus dem Weg. Reicht mir schon meine Wegfindung. Nee, das kann nicht sein. Da und dann da durch, ne? Ja. Das macht Sinn. Und dann da durch. Siehst du, ich hab's durch. Mein Orientierungssinn. Der ist komplett completed. Haha. Naja, gut, wa? Also ist doch ja nicht mal so verkehrt. So. Muss mal was gucken. Aber so wurde jetzt nichts in der Hinsicht hinzugefügt. Gut, was soll hier noch hinzugefügt werden? Vielleicht ist hier noch ein Rezept hinzugefügt worden. So, nebenbei. Na denn? Ja, was machen wir denn jetzt? Würde jetzt gerne mit euch... Wisst ihr was, wir looten hier noch ein bisschen.
Wenn wir schon mal hier sind, Militärgelände, Munition, hallo. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass wir auf dem Weg zurück die Erweiterung für den Panzer holen, buchmäßig. Aber eigentlich müsste ich ja Öl sammeln gehen. Eigentlich. Und Munition machen. Eigentlich. Eigentlich ist es eine gute Sache, wenn ich sowas machen würde. Hallo. Wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich das Schwert nehmen, aber... Aber was soll ich sagen? Es war einfacher. Bin ich hierher gekommen wegen ein paar Schuhe oder was? Toll. Und warum habe ich jetzt einen Kopf in der Tasche? Oh, nicht. Ich mach die Tür zu. Ich bin ja nicht zu Hause. Ich glaube, Hunds und Kunst ist da. Nee, wir müssen zurück. Ich muss ja, wie gesagt, dass das ewig dauert, bis ich mein Benzin zusammenkriege. Das dauert ja schon 300 Jahre, seit dort die sind hier. Sag mal, sah der eben ein bisschen anders aus? So, hin ihr Hunster. Na gut. Wenn, dann bringt ihr auch nichts. Außer ihr tot. Autsch, autsch, autsch. So quasi wie bei PoE, wenn du einen bestimmten Bereich hinter dir hast, wird es immer schwieriger. So, das nächste Buch ist ja da hinten. Wo ist denn das nächste Buch? Das ist im Schneebiom. Beim nächsten Mal. Aber wie gesagt, jetzt brauche ich erstmal ganz dringend, aber very dringend, Öl. Weil sonst wird das nämlich ein ganz kurzes Feuerchen in der Horde. Vor allen Dingen, ich brauche ja auch das Öl für Munition. Aber ich habe auf dem Weg hier so ein oder zwei Fässer gesehen. Ich glaube mal, dass das ein Problem ist. Wenn ich schnell bin, kriegen wir das hin. Dann haben wir bloß noch so in der Richtung, hoffentlich ist hier noch Kupfer in die Maschinen drin. Wir haben 8 Stück aufgestellt. Also so 2-3 Raketen sollten da auch schon rauskommen. Naja, das hat mich vorhin schon nicht imponiert. Warum solltet ihr das jetzt tun? So, 2 Fässer. In die Tasche. Oder auch nicht. So, warten Sie mal, ich muss erstmal hier leer machen. F. Ah, geht doch. Siehst du? Suchen Sie mich? Haben mich hier gefunden. Stecke in ihn drinne. Bis zum Anschlag. Haben wir. Und weiter. Der weiß aber auch nicht, wo er hin will, wa? Nächster Pass. Nächster Vers her. Da oben ist ja auch eins. Ich bin schon am überlegen, ob ich nicht gleichzeitig auch noch ein bisschen Eisen hier farme. Also wenn ich eine Stelle sehe, wo sehr viel Eisen ist, dann werde ich da wohl rausspringen. Wie gesagt, ich kann mich da drauf verlassen. Aber ich hab das Gefühl, dann bin ich verlassen. Ist hier wie meiner? Obwohl, letztes Mal ist ja nicht so schlecht gewesen, das, was ich da rausgeholt hab. Ah. Na gut, wir können uns ja auch noch bei uns denn Eisen gönnen. Wie gesagt, natürlich ein Respawn-Hiker will aktiviert. Boah, generell mal aktiviert, haha. Weil wie gesagt, das war ja mein Problem, warum nicht respawned ist.
Kannst du mal bitte? Ja, danke. Entschuldigung für die Lampe. Aber die hat mir gerade den Arsch gerettet. Wer weiß, wo das Ding hingerutscht wäre. Zum Glück ist da kein Wasser. Ja, also das nächste, was wir machen, ist dann eben halt mehr Pumpen hochstellen, also für Öl. So, dass wir auf Nummer sicher gehen können. Also mindestens 4 Stück müssen wir noch aufstellen. Mindestens. Ja, du mich auch. Die versuchen das aber auch immer wieder, wa? Immer wieder aufs Neue. Gut, das kostet ein bisschen zu viel Zeit, wa? Wenn ich das jetzt damit wegknacke. Das ist ein bisschen... Das fühle ich gar nicht. Aber Moment mal, ich muss das auch nicht fühlen. Also wenn ich ein bisschen Benzin... für sowas brauche... Ja, warum denn nicht? Das sind jetzt 60 Versuche. 60 Mal kann ich Eisen fördern. Boah, echt jetzt? Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Keine Zeit für diesen Scheiß. So, 7... Ich wollte wirklich wissen. Ihr seht, bei dem macht der Scheiß. Ich habe die Pflanze weggemacht. Und sie ist gleich nach hinten gesackt. Wo willst du denn? Das lass mal Sinn. Reagiere ich aggressiv drauf. Da noch aggressiver. Warte mal, ich muss nochmal mit meinem Inventar reden. Hallo. Hast du noch ein bisschen Platz? Oh, ich sehe. Ja, hast du. Ja, dann schmeiße ich da das Essen erstmal rein und das auch. Und den Kopf. Ich schleppe jetzt seit den Kopf mit mir mit. Hallo? Soll ich mir einen Kopf machen oder was? Also, passt. Klack, 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 klack. Schnell Einstieg. 3 Eisen. Hm. Hallo, ich hab doch 7 gedrückt. Gut, ich hab 6, 7, 8 gedrückt. Ich glaube, ich werde nicht nach Hause kommen. Wenn es so weitergeht. Wollen wir gleich mal den Schaden angucken. Das ist nicht so gut. Obwohl, der ist nichts nirgendwo gegen geditscht, wa? Der ist einfach angehalten. Er ist einfach zum Stehen gekommen. Ah, hier wären es wir. Ah, hier ist ein bisschen was. Dann mache ich mal auch hier so. Dann kann ich das besser kontrollieren, wie gesagt. Alter, wir sind letztes Mal aus dem Schneebiom bei 18 Uhr losgefahren. Also wenn ich was habe, ist es Zeit. Und ich brauche das Zeug ja. Ich brauche das ja für Munition und so. Also ist das genau richtig, was ich jetzt hier mache. Redet mir ein. Ist auch so. Entschuldigung. So, Kreuzung. Ohne Benzin. Das ist ja mal eine schlechte Kreuzung. Dich fühle ich überhaupt nicht. Das ist eine Kackkreuzung. Also irgendwie habe ich das Gefühl, als ich hierher gekommen bin, habe ich mehr gesehen. La 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 la.
Da waren die Lichtverhältnisse anders. Da drüben ist auch noch eins. Ich will jetzt nicht für jedes einzelne Stück. Will ich schon. Will ich nicht, muss ich so, ja. Denke ich, die brauche ich ja nicht machen. Oder eigentlich doch. Ich muss das ja auch irgendwie einschmelzen. Also kann zwar die Stämme wegknacken, aber dann hätte ich ein Problem mit Munition. Wie gesagt, Bolzen ohne Stämme nicht machbar. Das wären dann bloß die Schossspitzen. Und da haben wir ein Fass. Und auf dem Hinterhof vielleicht. Da sind so ja zwei. Hier ist nichts. Außer die Bienen. Guck mal hier nicht so ein Messer. Tja, also ein Messer. Hä? Schmeiß mal hier keine Granaten. Das ist explosiv, du Hannes. Ist Öl. Ja gut, Öl ist kein Benzin, Karmin. Ich habe keine Kohle mehr mit bei, sonst hätte ich gesagt, nee, dann kaufen wir uns das mal schnell. Nö. Tust du nicht. Mit deinem Migränen das weg. Das geht. Das sind vier Fässer. Warte mal, das mache ich auch. Das ist ja noch besser. Dann sehen wir gleich, was ich habe. Das waren jetzt 90 oder sind jetzt insgesamt 90 Benzin. Jedenfalls lohnt sich nicht. Auto. Autos machen Bumm. Bumm nicht gut. Ah, das ist gut. Das holen wir uns. Siehst du, und da ist hinter der Mauer waren noch mal welche. Schauen wir uns mal an, wa? Alter, drei Fässer, denn noch mal drei oder vier. Man hätte es nicht einmal warten können, ein paar Sekunden. Das war doch schon fast fertig. La 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 la. Ein Stück. Sind die noch mit einsacken? Potenziell schon mal vier. Okay, dann mal nicht. Naja, eigentlich immer noch. Nee, denn doch nicht. Na wohl doch. Können ja mal zwei drin sein. Siehst du? Oder? Egal. Hätte ja sein können. Und außerdem, wie gesagt, ich hatte ja schon sechs Stück gehabt. Lass dann mal so zwei, Dreier nur springen. Das ist zu verkraften. So, Dreier. Naja, wenn das so weitergehen tut, Alter, würde ich mal sagen, könnte das ganz gut werden. Immer mitten in die Fresse rein. Und zwar in ihre. Ich bin schneller als du. Und stärker. Ich
Ich wollte jetzt gerade sagen, es ist genau das, was ich denke. Aber das kann nicht sein, weil das ist ja hier hinten und nicht hier. Enttäuschend. Täuschung, meinte ich. Oh, da hinten sind wieder Fässer. Drei Stück. Oha. Ja, 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 ja. Und da vorne ist noch mal eins. Und da ist noch mal eins. Mal gucken, ob auf dem Hinterhof war das. Ja, ein Dude. Der soll mal weiter duden. Na, 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 na. Bisschen Benzin sparen, wisst ihr? Autsch. Zum Glück ist das Auto nicht mehr explodiert. Na, das ist ja mal ein Glück. Extra gewartet, haha. Und jetzt hau ich einfach ab. Wo geht denn lang? Fahr jetzt einfach hier lang. Uiu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 
Tschüss.